Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einem neuen Nostalgia-Video. Ein etwas anderes. Denn heute spielen wir Mohun Kart 2. Haben wir schon mal gespielt bei Let's Trash Game. Doch, das hier ist die Remastered-Version für die Switch. Ja, Nostalgia heißt eigentlich, wir spielen alte Spiele. Und ja, wir werden heute mal Mohun Kart 2 auf der Switch zocken. Und natürlich können wir das gute alte Lesson wieder fahren. Und das nehmen wir auch wieder. Hartes Rennen, Einzelrennen. Gut, da kann man wieder Meisterschaft nehmen. Wir nehmen natürlich Meisterschaft. Die haben wir noch nicht frei. Und wir werden, ich gucke mal, ob ich mit der Steuerung klarkomme. Ich hoffe, sie ist ein bisschen besser jetzt wie damals. Oh, ich hoffe hier keine Bewegungssteuerung. Halleluja! Ich habe ja irgendwo Trophy gedrückt. Ist das vielleicht, weil ist es doch? Ah! Es geht mit Bewegungssteuerung. Ach du Heilige. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Oh! Bewegungssteuerung. Weg mit dem Mist. Auch keine Sau. So. Gut, jetzt ist die Bewegungssteuerung weg. Ah, jetzt lässt sich das Huhn schon ein bisschen besser fahren. Hallo, geht doch mal weg. Meine Güte. Ah, jetzt fühlt sich schon viel besser mit der Steuerung. Gut, hoppen kann ich hier immer noch. Oh, Huhn, verpinkel dich. Die Musik ist aber anders. Krieg die Kurve nicht. Aber wie eine besoffene Sau hier. Komm, diese. Das kriegen wir. Komm. Komm, Les Huhn. Das schaffst du. Aber das Drift-System hier ist ein bisschen komisch. Was auch immer das war. Das sieht aus wie... War das jetzt ein Supersprung oder? Manche Items sind ja nämlich auch neu zugekommen. TNT-Kiste, die kommt mir so bekannt vor. Hat man hier wohl ein bisschen von Crash Bandicoot gemobst? Oder sich inspirieren lassen? Weil die war nämlich vorher nicht da. Also nicht, dass ich wüsste. Aber momentan gibt's hier überhaupt solche Raketen hier? Eieiei. Ich glaube, ich habe die jetzt falsch hingesetzt. Eieiei. Auf der Switch fühlt sich's irgendwie ein bisschen merkwürdig an. So leicht. Hier fehlen auch die Sounds. Kann aber auch sein, weil ich noch nicht das Update gemacht habe. Es ist dieses Wirbelding da. Ach, das ist der Tornado. Ach, das ist jetzt die neue Rakete oder was?
verstehe die Welt nicht mehr. Machen wir doch mal Ton. Warum krieg ich andauernd nur diese Schleimrotze? So, das. Hä? War das dieses Klemmbrett? Weil das ruppelt so. Hä? Ich raffe das Spiel irgendwie nicht mehr. Boah, das Drift-System, Mensch. Yay! War da jetzt eben noch... Nee. Hallo? Oh, nee. Yo! Ey, die Musik! Au! Tju, die Musik, ey! Die ist ja voll geil! Also die Strecke ist immer noch blöd. Hat sich nicht geändert. Yeah, yeah. Wer ist denn so weit vorne? Hank, verschwinde. Hier geht's ja voll ab. Kröt weiß auch, weiß mit dir mit dem Kart nicht anzufangen, scheinbar. Also ich bin Position 6. Ei. Hallo? Wie kann ich hier rückwärts fahren? Ach so, gut, so. Toll. Ich glaube, das werde ich diesmal nicht schaffen. Ich verdrück mich aber auch immer. Ich hasse diese... Ah, jetzt weiß ich, was das ist, dieses runde Ding. Ich habe irgendjemanden getroffen. Wozu ist dieses Springring überhaupt cool? Hier ist Morhuhn. Weg mit dir. Alter! Miau! Auf 0 von 0 auf 100 hier. Immer noch nicht die Kurve kriegen. Nicht da reinfahren. Danke. Ach, dieser Tornado ist sozusagen diese Blue Shell oder was? So denke ich. Boah. Junge. Ich hätte doch das Update ziehen müssen. Aber der macht nebenbei noch was anderes. Die Internetleitung ist leider ein bisschen... Naja. Nein, nicht die TNT-Kiste. Wer ist denn eigentlich vor mir? Wozu ist das Springling gut hier? Dass du über die Dinger hopsen kannst, oder was? Wer ist denn noch hier vor mir? Hä? Was war das?
Ui. Komm hoch. Lass hoch, das schaffst du. Schneemann. Ja, gut. Was war das jetzt? Oh, ich habe eine Rakete. Kann ich die abschießen? Nein. Wieso guckt denn das Lesshuhn eigentlich so böse? Ui. Naja, gut, die... Naja, die Musik war davon damals besser. Also, auf dieser Strecke. Geh weg, Röd. Ich versuche hier so wenig wie möglich zu driften. Keep out. Ich muss aber sagen, sieht nicht schlecht aus. Ah, nein. Wie kann ich hier rückwärts fahren? So, okay. Ich hasse diese Kurve. Komm, das schaffst du. Ah, ich verknall mich hier zu sehr. Ich glaube, das Drift-System hier ist ein bisschen broken. Kann ich ihn hier überhaupt mal nach hinten sehen? Das ist auch mal meine Frage. Nee, kann ja auch nicht. Hier kann Rippen. Nein. Kannst du bestimmt mit X oder Y. Ui. Noch in die Mine drin, die ich mir selbst gesetzt habe, ich blöd würde. Ah, nee. Kann ich auch nach vorne werfen oder geht das nur nach hinten? Man kann ja hier sogar online spielen, aber das will ich nicht. Da fail ich ja gleich, Mensch. Ding. Alle spielen sie ja Mario Kart 8 oder Crash Team Racing, Nitro Fueled und ich spiele Mario Kart 2. Im Übrigen, Nitro Fueled habe ich sogar für die Xbox One und für die Switch. Das könnte ich theoretisch irgendwie auch mal spielen, super da. Ui. Ah, okay. Haben die... Die haben nicht wirklich, wenn du irgendwo dagegen knallst, den Ton vom Lesshuhn genommen, wenn man es abknallt. War das zwischen euch? Warum? Ja. Wieso? Ja, dann pack mal hier noch dieses komische Roller-Ding hin. Geh weg hier. Ich bin jetzt mal endlich auf der ersten Position wieder. Ich will das mir nicht ruinieren, weil Kröt ist, glaube ich, noch hinter mir schon. Halt! Halleluja! Ah. Wieso habe ich immer dieses Elektroschock-Ding nicht? Das haben nur die anderen. Boah, das Lesshuhn, das guckt so richtig grimmig. Das hat doch gerade gewonnen, das muss doch Juhu schreien. Jo. Schneemann, geh weg! Oh, hier werde ich so failen. Ich glaube, dieses Wüstenlevel kann mich nicht leiden und ich kann es, glaube ich, nicht leiden. Ah! Auf dem PC ging es besser. Ja, ach nee. Obwohl Rennspiele ja eigentlich auf der Konsole besser sind. War hier nicht irgendwo... Wenn ich mich nicht getäuscht habe, war hier doch irgendwo... Ja, ich gehört zu. Hier.
Dann nehmen wir die mal gleich. So. Hui. Ich muss sagen, die Musik, die neue, also die neue, die sie drunter gemischt haben, ist eigentlich nicht schlecht. Außer die. Oh, das war ein bisschen zu doll. Außer die von der Insel, die war nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann in dem nächsten Meisterschaft ist. Puff. Ich finde dann die Geräuschkulisse so gut. Immer zu, wenn du auf vorgehst. Hui. Ich glaube, ich habe es zu doll geschossen. Ah, nee. Nee, die fliegt irgendwo anders hin. Nicht da, wo sie hin soll. So. So, ihr Vögel, ich bin jetzt wieder bei euch. Oder auch nicht. Gibt's denn nicht irgendwie irgendwo eine scheiß gerade Strecke? Hä? Ist er, hat er jetzt eben in der Luft geschwebt? Ich hoffe, sie haben die KI jetzt nicht so gesteuert wie damals, aber es sah vorhin beim Winterlevel schon so aus. Wie ist denn das da vorne? Junge, Junge, Junge. War ja so, als ob ich hier, ob ich 3-0 auf dem Kessel hätte. Ist es? Da wären wohl der Schneemann. So ein Drecksack. Warum hat denn der das Item überhaupt zweimal gehabt? Oi, oi, oi. Oh, Junge, ich komme hier einfach mit der Kurvenlage nicht klar. Oh nee. Yeah! Tschüss, Schneemann! Bewundere mein Hinterteil von hinten. So. Wieso kann ich dich hinten abwerfen? Und wo zum Geier ist überhaupt der komische Amboss abgeblieben, den hatte ich auch noch nie gehabt. Habe ich immer geliebt, den Amboss. Nein! Welcher blöde Affe hat denn das jetzt gemacht? Komm, 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 komm. Lesson, das machst du. Ich zweifle nicht an dir. Was eigentlich die Abkürzung nehmen, hat irgendein Blödföhn die Blitz aktiviert. Warum kriege ich eigentlich keine? Puff. Das lässt uns schön jetzt schon den Kopf, ich hatte schon eine Gehirnerschütterung. Bam. Da habe ich diesmal jetzt kein Turbo-Start hingekriegt. Ich habe doch hier diesen komischen Supersprung. Yeah! Wir haben gewonnen! Glückwunsch! Der erste Platz gehört dir. Yeah. We are the winner. So, das war ein kleiner Einblick zum Mohun Kart 2 Remastered für die Switch. Ja, ich weiß, das Format heißt Nostalgia und ich habe Mohun Kart 2 als kleines Kind wirklich sehr gerne gespielt. Und ja, sie haben die Nostalgie ziemlich gut eingefangen. Die Steuerung ist ja immer noch schrecklich. Es war schon um einiges besser als die auf der PC-Version damals, aber immer noch. Man läuft total neben der Spur.
Die haben halt nur bestimmt alles hochskaliert. Die Switch fertig gemacht, soweit. Aber egal, das Spiel macht trotzdem Spaß. Und ja, mal sehen, vielleicht kommt noch ein zweiter Part mit der anderen Meisterschaft. Ich gehe auch mal davon aus, weil es war damals ein Zweiparter bei Let's Play Trash Game, also wird es diesmal auch ein Zweiparter werden. Oder zusammen. Ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Ja. Gut. Und ich muss noch eins sagen. Die Musik haben sie ja neu gemacht. Ist nicht schlecht. Also jetzt ja auch die Titelmusik. Ich muss aber sagen, ich fand ja die alte Version viel besser. Ja, da hatte man mehr dieses Kart-Feeling. Ja, aber egal. Ich sag jetzt schon mal, schaut mir und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.